Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, da sind wir wieder bei Leos Fortune Let's Play Folge 5. Weiter geht's hier. Wir sind im letzten Akt angekommen, und zwar ein Herz aus Gold. 3 Level haben wir noch vor uns. Mal gucken, vielleicht danach noch so ein bisschen in diese Bonus-Level hereinspazieren, die wir ja auch nochmal hier freigeschaltet hatten, zumindest in den ersten beiden Leveln. Durch die Anzahl der Sterne, das ist uns in der Akt 3 und 4 nicht mehr gelungen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was hier noch die Story für uns parat hält in ein Herz aus Gold. Obviously all 3 of them. How could I not have seen this? I screamed and yelled. Why had they taken my gold? I had been nothing but kind to them. They told me to be calm. Eventually, I had no strength for anything else. We did not take your gold, they said. We never wanted it. Not when you offered it, not now. But we helped, they said. We spread pieces of your gold over our lands. But we were not alone. Mm-hmm. The part of my gold trailed into the snow. Der Yeti, es war der Yeti. You once were. They said, that is how you made your fortune after all. As I continued to the cold, I felt like the idiot on a fool's errand, ignorant of everything, the last one in the world to know. Da hat er mich ja mal gespannt. Großer Bahnhof. Ich sag doch, es ist der Yeti. Es kann nur der Yeti sein! Das war knapp. Oh, aber ich glaube, ich komme nicht mehr zu. Doch. So, jetzt wird es natürlich schon kurios hier. Ach komm schon. Naja, es ist noch zu niedrig. Ach, und er ist natürlich auch nicht oben. Gut. Keine Musik ist natürlich auch interessant, sonst hätten wir ja hier mal musikalische Untermalung. Very nice. Okay, es geht nach unten. Gerätschaften. Was für Gerätschaften? Yes. Na? Boah. Jetzt wird's düster und wir sehen überhaupt nicht so richtig. Boah, ist das fies, ist das fies. Ich spiel mit der Dunkelheit, ich bin Batman. Oh, Leute. Ist das gemein? Ist das gemein? Oh, ist das fies, Leute. Nein. Oh, scheiße. Okay. Ach, shit. Weg da. Okay. Das ist nicht gut. Das ist unfair.
Hm. Okay, not good. Nein, das ist wirklich nicht gut. Nein! Ich versuch's einfach mal. Ja, irgendwie klar. Scheiße, ich glaube, ich habe eine dann Münze damit verpasst. Hm. Ah, okay. Ah, das ist natürlich nicht so schlecht. Haben wir nämlich einen besseren Blick hier. Ach. So natürlich nicht. So auch nicht. Also genau darauf abstimmen. Vielleicht wieder noch ein bisschen zurückschieben. Ach man, ich hätte schon gerne diese eine Münze noch. Los, Leopold. Du musst doch wieder da nach oben kommen, oder? Da hinten ist er. Ich sehe. Sehr gut. Oh, ist das wieder nicht. Und da haben sie sich was einfallen lassen. Verdammt, wie soll ich denn da vorbeikommen? Das ist mir gerade ein Rätsel. Ein großes Rätsel sogar. Das ist mir ein sehr verdammt großes Rätsel. Oh Gott, der Level wird so abartig, glaube ich. Ein Idee hier. Doch jetzt! Oh. I better watch my step. Na super. Ausgerechnet, jetzt kommt das Ding zurück. Oh, ihr seid so widerlich, Leute. Ihr seid so widerlich. So. Ja. Ja, Level geschafft. 3 Minuten 20. Ja, nee, ist klar. Oh, mehr als die doppelte Zeit. Boah. So, Level 18. Weiter geht's. Leos Sturm. Es geht wieder nach draußen. This is not good. Wieso ist das nicht gut? Ich find's super.
man so gleich als erstes hochgeht. Easy. Warte, wie lange das so geht? Look at this. Gibt's jetzt den Skisprung? So in etwa. Ich höre etwas. Juhu! Zahnrad der Piste. Supi. Jetzt geht's wieder nach unten. Ich fand's oben schöner. Das ist fies. Ja. Oh. Leute, Leute, Leute. Ihr macht ja Sachen mit mir. Der Level ist wirklich nochmal fordernd hier. Oh, nein! Oh. Oi, oi, oi. Oh! Oh! Das war doch so gut. Shit, fucking car. Leute, fuck. Ist das widerlich. Das ist echt fies. Das ist echt fies hier. Mike würde, möchte nicht wissen, ob ich mittlerweile irgendwelche Münzen schon verpasst habe. Unser Leopold gibt alles hier. Guck nicht so, Leopold. Du schaffst das. Oh, bloß keinen Fehler machen. Bloß keinen Fehler, ey. Very nice. Oh. Oh, doch alle 60, 6 Unfälle, 4,50. Okay, diesmal eindeutig besser uns geschlagen.
Und es geht zum letzten Level. Mal sehen, was die Story noch für uns parat hält. I was afraid. The apparatus kept following me. I thought of deceit and fortune lost, of envy and revenge. But most of all, I thought of one thing, or one person. Hello, Leopold. Matilda? Seine Frau? How have you been? I left you a note. Someone took my gold. I've missed you. I haven't been gone long. It's been years, Leo, since I left. That is long. Did you leave? I didn't notice. I've been busy with all this. Do you know why I took your gold, Leo? It was you? Do you know why I left? But you didn't leave. I wanted to stay. I tried. But the gold Dagobert took your decency. Leopold is Dagobert Duck. I was always kind. You were simple and passionate when we met, and I was happy with that. That's aber süß. You would have tired of me. You would have wanted things, not inventions. We'll never know that, will we? Your gold is at the end of this trail. Very well. I'm leaving. Did you know that the apparatus needs pure metal for its heart to function? Or it will shut down forever? I do not care about hearts anymore. Oh. Süß gemacht, aber dem Vibe auf der Spur. Ja. Diese Weiber. Unfassbar. War aber irgendwie fast schon klar. Und wir haben wieder mal Musik dabei. Ich ahne es, das könnte dauern hier, Leute. Oh. Nein! Ja, Leute. Boah. Diesen Rhythmus jetzt zu finden, das wird... Nicht zu hoch zu springen. Und da so solche Sachen einzufügen. Auf der letzten Kante zu hängen. Oder abzustürzen. Oh je. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz smooth. Okay, wenn das hoch geht, dann muss ich... Genau so. Oh, die Bartnarbe rasiert. Aber wir haben es geschafft. Nee, das geht, glaube ich, nicht so. Los, Leopold! Flieg! Uiuiui, aber nicht so hoch! Oh. Mist. Ist nicht. Ah, die Mucke ist so cool. Oh.
Totenhain! Oh shit! Ey, das ist echt. Ich drücke immer das Falsche, oder? Ach! An so einer Stelle? Verzweifle ich? Das kann doch nicht sein. Oh. So, und jetzt ganz einfach, das sage ich nochmal, genau. Und jetzt. Rüber da. Hat keiner gesagt, dass das einfacher wird. Das hat keiner gesagt. Es wird schwerer. So eindeutig. Mann, ey. Okay, muss ich es anders versuchen. Genau so. Oh, das war Nummer 1. Das war Nummer 1. Okay, okay, okay. Das war gut, das war gut, das war gut. Das war Nummer 2. Schwitze hier schon. Ah. Nein! Ah. Okay. So habe ich nicht gewettet mit euch. Okay. Okay. Oh mein Gott, mein Gott, oh mein Gott. Oh. Weiß gar nicht wohin. Dahin. Sehr gut. Oh, Leute. Das ist ja Wahnsinn. Dies ist auch Wahnsinn hier. Wie weit noch? Wie weit? Hier sehen wir die Maschine wieder im Hintergrund. Leopold, ich glaube, wir haben es bald geschafft. Hui. Da ist sein Gold. Wir haben das Gold von Leopold gefunden. Die flauschigen, knuffigen Wollknäuel aus Lichter. Aus Russland. Oder zumindest aus Osteuropa. 18 Unfälle. 7 Minuten 18 am Ende. Ui, 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 es geht noch weiter, es geht noch weiter. Level 20. Okay, was kommt jetzt noch? I had reached the end. I had my gold, which Matilda stole from me.
But what had I recovered? The apparatus had no metal left. He would shut down and not wake up. Perhaps I could offer him some gold. No one else seemed to want it. This time, I would not accept a negative answer. It works. At this point, I thought it was over. I was ready to go home alone. But I was wrong. The apparatus's veins were closed. His heart had stopped. The valves did not move. I had only a few minutes to resolve this, or the apparatus would die. Oh Gott, und auf Zeit? Ja, das kann lustig werden. Das Herz eines Ingenieurs. Nur mal gucken. Okay. Dann wissen wir schon mal. Das dürfen wir nicht probieren. Kann ich jetzt hier rauf oder? Verrecke ich dann gleich. Ich denke mal, um Münzen geht es jetzt wirklich nicht mehr. Some kind of puzzle. Ja, some kind of puzzle mache ich ja. Aber was für ein Puzzle? Muss man doch irgendwie hier hochkommen, oder? Da bin ich ein bisschen überfragt. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Hier noch hier? Ah, okay. Vielleicht reinschieben? Ah, genau eine Ecke. Eine blöde Ecke. So, jetzt aber. Das Ding jetzt vielleicht irgendwie. Ah! Ah! Ich hab zwar irgendwie die Vermutung! Genau, jetzt müsste der Winkel eigentlich stimmen. Ja, voll! Super, Burschi. Okay. So, wartet mal, jetzt kann es sein. Teil hier rüber bringen muss wieder.
Zahnbeke war nicht so richtig schlau. Bleibt er aber auch so mal drauf hängen? Ich werde noch mal gucken gehen hier. Ob ich jetzt hier oben noch auf was verpasst habe. War eigentlich nicht. Oder ach, natürlich, klar. Ja. Jetzt ist logisch. Muss das Ganze einfach hier rüberbringen. Dann hält das, ja. I solved it. Gut, da strömt die ganze Lava. Keine Ahnung. Ah. Another puzzle. Ja, ein anderes Puzzle. Ein neues. Was für eins? Jetzt. Ich muss von hier doch durchkommen jetzt. Ja, sehr gut. Sehr gut. Nice. Schieter. Nein, och Mann. Die kleinste Ecke, ey. Die größte Ecke. Ja, na klar. Und ausgerechnet, da kommt doch wieder so ein Ding, ey. Mal einfach mal versuchen. Also Rutschpartien mag ich nicht. Nein. Ach, ist doch Blödsinn, ey. Da muss man kurz meinen. Ich habe mir eigentlich auf eine halbe Stunde gestellt, aber ich glaube, das können wir so ein bisschen wieder mal vergessen. Wie soll ich da bitte durchkommen? Mal so ganz kurze Frage. Och mein du. Wie soll. Das macht für mich gerade keinen Sinn. Ach, ui.
Das will mir gerade nicht in den Kopf. Das will mir gerade absolut nicht in den Kopf, das Ganze. Eine Levelpassage, die mir nicht gelingen will. Was? Hab keine Idee gerade. Keine Idee. Ach nö. Ey, das ist doch... Also wenn es hier wirklich nach Zeit ginge, dann wäre ich aber schon sowas von hinüber. Dann wäre ich in der Maschine so kaputt gemacht. Ach. Wenn das sich wenigstens auch drehen würde, dieses Zahnrad, dann würde ich es ja verstehen, wie das letzte, aber bleibt der immer an derselben Stelle. Du kommst nicht vorbei. Ach man, das gibt's doch nicht. Ja, ich bin gerade ein bisschen entnervt, sag ich mal. Dann kriegt man auch halt gar nichts gerade hin. Da läuft nichts. Nada, niente. Also... Wie denn? Wie? Kotzt mich gerade ein wenig an, Leute. Also, ich hätte es jetzt verstanden, wenn man jetzt wirklich die Akte so aufteilt, dass sie wirklich... richtig schwer teilweise werden, aber wir sind von Akt 1 zu Akt 4 eigentlich sehr gut durchgekommen, sag ich mal. Da gab es keine Probleme. Und auch Akt 5 war jetzt eigentlich nicht ansatzweise irgendwie, dass es große Probleme gab. Aber dieser Level hier, diese... Der geht sofort runter dann, ganz schnell. Hab keine... Ahnung, wie ich da vorbeikommen soll. Oh. Oh, ho, ho, ho. Ich mal kurz. Das kriege ich aber nicht hin. Ich kriege es da nicht hin. Dazu dürfte ich nicht eine Kante berühren. Hm. Denn sobald ich irgendwie an eine Wand rankomme, geht Leopold in eine Richtung. Das ist mir schleierhaft.
Also Freunde, tut mir gerade leid, aber... Das ist für mich gerade eine mehr als eine Katastrophe hier. Weiß jetzt nicht, wie lange ich hier schon hänge. Bestimmt schon so um die 10 Minuten. Oh mein Gott, Luckshot. Reinste Luckshot war das. Mehr kann man dazu nicht sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was wird das jetzt, wenn es fertig ist? Oh, Leopold, wir müssen weg hier. Raus aus dem Wald, verstehst du mich? Lieber hier versucht mitzunehmen. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Was haben wir hier oben? Da muss ich zumindest hin. Oh, komm schon. Schnell, Leopold, schnell, schnell, schnell! Ja. Okay, da sammelt sich. Wir müssen weiter! Achso, okay. Ach, Mist. Ich zieh das jetzt hier durch, Leute. Lang? Ach du Schiete. Was muss ich jetzt bitte machen hier? Reicht das schon? Zumindest hier ist die Lava weg. Und hier ist offen. Okay, okay, das reicht. Aber was ist denn das wieder für ein Scheiß? Oh.
Also der Level hat es jetzt wirklich nochmal richtig in sich hier. So, jetzt kommt der nach unten. Also muss ich in der Zeit, wenn das mal ein bisschen anders laufen würde. Mann, ihr seid doch deppert, Leute. Nächster Link. Die nächste schwerwiegende Sache hier. Nein, so kurz davor, okay. Aber genau da mitten reingequetscht. Okay. This looks a bit intimidating. Oh, meine Fresse, Leute. Ja. Bloß nicht bewegen, bloß nicht bewegen. Gut. Jetzt gehen wir hier weiter. Was? Für eine Abschlussfolge hier. Da ist wieder die gleiche blöde Mechanik. Oh, shit. Nein! Punch. Nein! Also entweder gelingt mir auch hier der Luckshot. Ach, fickt euch, ey. Das war gar nicht mal so schlecht. Nein, so kurz davor. Aber wie viel werden von diesen Dingern sein? 3 oder 4? Das ist die große Frage. Ich fasse es nicht. Wir nähern uns der Stunde hier gerade. Könnt gerade so abkürzen hier. Nein, diese Kackding, ey. Und wieder verkackt. Wieso kommen da 5? Es gibt's nicht, Leute. 5 Dinger! 5! 5! 5! Ich raste aus. Ich raste aber sowas von gerade aus. Oh! Nein! Das gibt's es nicht. Oh, Leute. Können wir jetzt endlich abschließen hier? Ich werd irre. Ich werd sowas von irre. Ich bin irre. 50 Minuten sind wir gerade. Möchte nicht wissen, wie oft ich gestorben bin. Das Herz.
Es lebt! Die Maschine lebt! Hallo, Leopold. Leo der Glückliche. 109 Unfälle, 22 Minuten, 6 Minuten soll man schaffen. Ja, genau. Wahnsinn. There went my gold. Into the belly of a steaming machine. I felt strange. Empty, but not tired. Well, that was that, I suppose. Leopold, are you hurt? Of course. I'm bruised beyond myself. Hardly able to jump, much less leap or float. I don't know what that means. You always had your funny words. Well, I had better get going. It's a long way home. If you don't mind, Leo dearest, I will walk with you. I did lose my gold that day. All of it. To some strange world machine. Quite an engineering marvel. But in the end, I achieved what I set out to do. I recovered my fortune. Ein kurzes Spielchen, aber ein schönes Spielchen, muss man dazu sagen. Knuffig! Und also, ich kann es empfehlen bei Steam. Hat es mir, glaube ich, für wenig, glaube im Sale für wenig Geld geholt. Und man sieht, es ist auf jeden Fall, wenn man versucht, wirklich alle Münzen und alle Sterne zu holen, sehr, sehr schwer, glaube ich. Also wer das schafft, Respekt. Und ja, also mir hat es Spaß gemacht. Wie gesagt, es war ein kurzes Let's Play. Das nächste Let's Play wird aber auf jeden Fall in den Startlöchern stehen dann schon. Die Musik war wundervoll, wie man hier auch wieder hört. Synchronisation mit dem russischen oder osteuropäischen Akzent dazu. Sehr detailverliebt, Grafik war niedlich und es hat Laune gemacht, also. Ich gebe dem Spiel deswegen 9 von 10 oder 8,5 bis 9 von 10. Und also wie gesagt, kann es empfehlen. Wenn wir jetzt hier den Abspann sehen, den werde ich auch bis zum Ende laufen lassen. Werde jetzt nicht noch die Bonus-Level nochmal zeigen. Seht's mir nach. Ich glaube, ich hätte lieber doch noch eine Folge machen sollen. Anstatt jetzt in dieser 5. Folge alles reinzupacken, was geht. Aber jetzt habe ich es durchgespielt und ja, eine gute Stunde haben wir noch verbracht in dieser Folge. Mit diesem herrlichen Klang verabschiede ich mich, während die Musik gerade zu Ende geht. Aber ich verabschiede mich auf jeden Fall hier schon mal, während wir den Abspann nochmal jetzt sehen. Und sage vielen Dank fürs Zusehen, hoffe es hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder oder in einem anderen Video von mir. Bis dann. Ciao.